Dieses Video wird die kriminellen Machenschaften einer großen deutschen Behörde thematisieren. All jene, die der Überzeugung sind, dass zusätzliche bürokratische Kontrollinstanzen Verschwendung und Korruption im öffentlichen Sektor verhindern könnten, werden an diesem Beispiel hoffentlich vom Gegenteil überzeugt. Die Frage bleibt doch weiterhin, wofür werden diese Idioten eigentlich bezahlt? Dafür, dass sie sich in ihren fetten Büros und ihren dicken Autos gegenseitig die Eier schaukeln, dass sie dreckige Deals eingehen oder vielleicht dafür, dass sie von ihren Freiern Parteispenden annehmen und das dann vertuschen? Spoiler, von allem etwas. Nordrhein-Westfalen schuf mit dem sogenannten Bau- und Liegenschaftsbetrieb zum 1. Januar 2001 eine neue Behörde, an die das Eigentum nahezu aller bebauten Grundstücke des Landes übertragen wurde. Diese Grundstücke samt der darauf befindlichen Immobilien werden seitdem von hier zentral verwaltet und an andere Behörden vermietet. Neue Bauprojekte des Bundeslandes werden von dieser Einrichtung im Übrigen ebenso geplant wie koordiniert und sowohl von einem eigenen Verwaltungsrat als auch vom Finanzministerium des Landes beaufsichtigt. Der BLB besoldet mehr als 2000 Mitarbeiter an 8 Standorten und verfügt zurzeit über knapp 1200 Grundstücke mit 41 Millionen Quadratmeter Fläche, auf denen sich etwa 4100 vermietete Immobilien befinden. Mit einem Anlagevermögen von über 9,5 Milliarden Euro und einem jährlichen Investitionsvolumen von über 1 Milliarde Euro arbeitet die Behörde daher mit steuerfinanzierten Kapitalbeträgen von erheblichem Umfang, welche im Zuge von Projektrealisierungen in den privaten Sektor fließen. Im Jahre 2009 machte der BLB beispielsweise ein vom Steuerzahler zu tragendes Minusgeschäft in Höhe von 120 Millionen und im Jahre 2010 in Höhe von 145 Millionen Euro. Und hier scheint genau das Problem. Denn nachdem im Zuge bereits laufender Ermittlungen durch die Anzeige einer Privatperson der Landesrechnungshof auf erhebliche Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit ausufernden Grundstücks- und Immobilienkosten gestoßen war, ermittelt nun seit über 5 Jahren die Staatsanwaltschaft gegen die Behörde. Sogar ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss des Bundeslandes wurde zwischenzeitlich im November 2011 gebildet. Im Grunde nur eine Randnotiz wert, aber besagter Ausschuss wird pro Jahr 1 Million Euro zusätzlich kosten. Rund 100.000 Euro gingen bereits für das Einscannen von 5.000 Aktenordnern drauf, die den Ausschussmitgliedern als CDs übergeben wurden. Mit dem vorzeitigen Ende der rot-grün geführten Minderheitsregierung und der damit verbundenen Neuwahlen wurde aber auch der Untersuchungsausschuss aufgelöst und alle zuvor für teures Geld digitalisierten Akten vernichtet. 2014 entschlossen sich die Parlamentarier doch noch einmal zur Schaffung eines neuen Untersuchungsausschusses, der laut Sitzungskalender bis mindestens 2017 fröhlich herumschwafeln wird. Natürlich mussten alle Akten erneut für einen 6-stelligen Betrag eingescannt werden. Mindestens noch einmal 3 Millionen Euro werden dann dafür entfallen, dass ein paar Berufslamentierer sinnlos debattieren und am Ende doch nichts bei rauskommt. Man kennt es ja aus Fällen wie der NSA-Überwachung oder den sogenannten NSU-Morden. Dass zu diesem Zeitpunkt das Kind aber bereits im Brunnen verwest war und hunderte Millionen Euro in dubiosen Hinterzimmergeschäften zum Fenster herausgeschmissen wurden, ist unbedeutend. Wären die Strippenzieher nicht in immer dreisterer Form zur Tat geschritten und hätte ein Privatmann nicht mittels Anzeige die Justiz eingeschaltet, würden jene Personen wahrscheinlich heute noch ihre dubiosen Geschäfte ungestört betreiben. Die Mühlen der Behörden malen nun einmal überaus langsam und da das Einhalten von Budgets für Politiker und unkündbare Beamte ohnehin in der Regel zu kompliziert zu sein scheint, können wir froh sein, dass am Ende überhaupt irgendwer bemerkt hat, dass gigantische Geldmengen aus dem nicht zu versiegen scheinenden Geldbrunnen der Steuerzahler in den Sand gesetzt wurden bzw. in die Taschen von Angestellten und Geschäftspartnern geflossen sind. Insgesamt wurde gegen mindestens 13 Personen im Zusammenhang mit verdächtigen Immobiliengeschäften, stark ansteigenden Baukosten, schwarzen Kassen und Korruption ermittelt und schließlich auch gegen die ersten 3 Beteiligten Anklage erhoben. Der Hauptangeklagte scheint sich mindestens der Untreue und Bestechlichkeit schuldig gemacht zu haben und ist niemand anderer als der ehemalige Chef des Bau- und Liegenschaftsbetriebes selbst, Ferdinand Tiggemann. Im weiteren Verdächtigenkreis, gegen den ermittelt wird, befinden sich Personen wie der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Rolf Biethmann in seiner Funktion als Rechtsanwalt oder der damalige Oberbürgermeister der Stadt Duisburg, Adolf Sauerland. Neben dem bereits in Folge 2 der Steuerverschwendungsreihe vorgestellten Neubau der Fachhochschule Bielefeld, der statt 161 plötzlich 260 Millionen Euro kosten sollte, kann der BLB jedoch eine Vielzahl an weiteren hochkarätigen Fehlinvestitionen vorweisen, die Gegenstand der Ermittlungen sind. Jene Privatperson, die die Ermittlungen im Jahre 2010 ins Rollen brachte, war zu diesem Zeitpunkt an einem Erwerb des zum Verkauf stehenden Landesbehördenhauses in Bonn interessiert, für welches sie beim BLB ein Kaufangebot eingereicht hatte. Kurze Zeit später meldete sich bei ihr jedoch nicht der BLB, sondern eine Person, die sich als weiterer Kaufinteressent ausgab und 1 Million Euro dafür forderte, kein höheres Kaufangebot für die Behörde abzugeben.
Die vom Erpressten eingeschaltete Staatsanwaltschaft Düsseldorf begann daraufhin gegen den Erpresser zu ermitteln und konnte im Weiteren gar ein Geständnis entlocken, welches den Chef des BLB in den Fokus der Aufmerksamkeit brachte und ihn wiederum beschuldigte, vertrauliche Informationen im Zusammenhang mit Vergabeverfahren aus finanziellem Eigeninteresse weitergegeben zu haben. Der verhörte Immobilienmakler wurde an die Staatsanwaltschaft Wuppertal überstellt und wegen versuchter Erpressung und Steuerhinterziehung zu 4 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt. Versuche, ihm weitere Geständnisse zu entlocken und zusätzliche Hintermänner aufzudecken, blieben jedoch erfolglos, da der Mann fortan von seinem Schweigerecht Gebrauch machte. Das unfassbare Ausmaß an Inkompetenz, Ahnungslosigkeit, Korruption und Steuergeldmissbrauch in der Landesbehörde selbst, als auch in den ihr übergeordneten Kontrollbehörden, das durch diesen Zwischenfall noch zutage kommen sollte und nur die Spitze des Eisberges darstellt, wird im noch folgenden Video aufgezeigt werden.